Gut, dann kurze Pause gemacht und jetzt geht's weiter. Ja, strecken. Kurz was trinken. Okay, warte. Achso. Jo. Check, du hast jetzt einen Auftritt in meinem Video. Gut, also, dann gehen wir mal. Sind wir hier richtig? Ja. Hui. Wupp, 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 wupp. So. Köpfe runter! Ich schieße jetzt! Dafür bin ich nicht bereit. Ah, come on. Trefft ihn endlich! Oh Mann, okay. Naja. oh Mann, genau. Die Leute kommen ja jetzt wieder her, ne? Die sind ja wieder da. Das habe ich voll vergessen und habe überhaupt nichts erwartet gerade. Weil ich das nämlich gerade schon gemacht habe, ne? So. Was ist das? Sturmtruppler-Kommandeur. Befehleknall, Sturmtruppler und ermöglicht den gebündelten und abgestimmten Beschuss von Zielen. Mit Granaten bewaffnet. Gut. Da, da oben! Noch was? Ich wär beinahe runtergefallen. Na komm. Da unten. Ich will dich besiegen, Jedi. Ja. Ja, schieß. Was war das? Oh. Raketenwerfer. Tschüss. Hilfe! Okay. Komme ich da nicht hin? Doch, ich bin wahrscheinlich einfach nur zu früh abgesprungen. Ja. Und Schwung holen! Hui! Was ist das denn für ein Zeichen? Ich freue mich schon, wenn ich die Macht habe. Also die Macht in Form von Machtschub und sowas. Da kommen jetzt wieder einige. Dann mache ich mal beide an. Achtung! Feuer frei. Ich hätte nie gedacht, dass ich als Letzte übrig bleibe. Ich kann dich ausschalten, kein Problem. Okay. Komm mal her. Oh. Ich brauche nur einen Treffer. Gut. Gleich haben wir ihn. Stimmt, sofort. Ich werde dich erledigen. Oh je, okay. Stimmt. Sorry. Da. Das war scheiße. Gut. Da habe ich zu spät geblockt immer. So, da geht's rüber. Scope-Anschluss. Bin mal gespannt, wann wir diesen blöden Scope-Anschluss finden. Und da brauchen wir den Push. Ich kann's nicht verschieben. Genau. Ich glaube, wir ruhen uns aus und machen die drei hier nochmal neu.
Weil nämlich, also die drei neu machen, das bekommen wir hin. Oder vier waren es, glaube ich. Und wir hatten nur noch zwei Slims, also. Ja. Was war das denn für einer? Schwere Angriffstruppler. Langstreckenwaffen mit hoher Feuerrate, die zahlreiche Treffer einstecken kann. Okay, langsam, lange Ladezeit und den Beschuss. Lange Ladezeit vor dem Beschuss, Entschuldigung. Und lange Abklingzeit nach dem Beschuss. Oder Angriff. Nächste Runde? Will ich mich hey, ein Eindringling! Okay. Bin ich jetzt allein? Ich werde deine Verteidigung besprechen. Ich hab dich! Ich glaube, ich kann ihn fangen. Ich glaube, ich bin fertig. Okay. Du hast doch nur Glück. Du bist schnell, das muss ich dir lassen. Fühlst du dich schwach? BD1, okay. Zeit, die Sache zu beenden. Verdammt. Du bist schnell, das muss ich dir lassen. Gut, also. Etwas Hilfe vielleicht. Alles nichts gebracht. Ah, gut. Egal, dann habe ich halt neue XP gewonnen. Ah, Mann. So dumm. Ich kann auch da rein, aber es gibt so viel, was ich tun kann. Warte, wo geht's denn da lang? Keine Ahnung. Mal schauen. Oh. Warte kurz. Was war das jetzt? Toter Dorfbewohner. Die Überreste eines Dorfbewohners, der den Versuch, seine Familie vor dem Imperium zu retten, mit dem Leben bezahlte. Ja. Gut, dann geht's da weiter oder oben weiter. Oder beides. Ich gehe mal oben weiter. So. Ah. Okay, da kommen wir also wieder zurück. Du kommst hier nicht lebend raus, Jedi. Ich beobachte dich. Cool. Da komme ich nicht hin. Aha. Wie geht's nach unten? Ah! Na, sieh mal einer an. Oh nein. Ah, ja, scan mal die Blumen. Bin gespannt, wie sie wachsen. Ah, Samen für das Schiff. Achso, einfach springen.
Hast du was gefunden, BD1? Lichtsperrhülse. Und sonst, da geht's weiter. Alles Klärchen. Epsilon. Das hat man auch im Trailer gesehen. Flatsch, 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 flatsch. Flup. Flatsch. Uiuiui. Nochmal eine fette Rutschbahn. Let's go! Hallo. Achso, ich dachte, der schießt hier. Okay, Abkürzung. Ich dachte, das kann ich mit Rollen ausrollen. Aber nö, kann ich nicht. Beziehungsweise ich muss dann einfach zur Seite. Ein Feind unter uns. Ein Treffer, du kriegst Probleme. Boah. Uiuiui. Die waren echt gemein, die Kleinen. Was hast du? Raketentrooper. Mit Macht kannst du die Projektile beeinflussen und ablenken. Ja, noch nicht. Nach bla bla bla. Ja, dann lädt nach. Ach nee. Warte. Mach den Computer nicht kaputt, ne? Imperator gewünscht, haben wir Sepho besetzt und die Bewohner umverteilt. Der Planet hat bislang keine signifikanten Daten oder Relikte für Projekt Vora gebracht. Seine elektromagnetischen Winde haben den Großteil unserer Bergbaumaschinen lahmgelegt. Gleichzeitig fallen immer mehr Truppler der gefährlichen Fauna zum Opfer. Wir werden unseren Auftrag hier nicht erfüllen können. Ich empfehle daher, das Projekt abzubrechen und nur einen Außenposten zurückzulassen, um unsere Technologie vor Plünderern zu schützen. Projekt Bohrer. Wie von Imperator gewünscht, haben wir Sepho besetzt und die Bewohner. Ja, das hat er ja gerade gesagt. Aha. Projekt Bohrer. Sind wir hier richtig? Schon, ne? Ja, hier geht's noch entlang, aber. Ah, doch. Da geht's zur Hauptquest. Dann gehe ich nochmal zurück, weil ich will sehen, was es da gibt. Genau da. Ja. Entschuldigung, das ist jetzt wahrscheinlich super langweilig für euch. Genie! Bleib stehen! Ich weiß, ich krieg das hin! Nee, das war falsch. Das wird langweilig für euch, weil ich das. Genie, mit Verdacht angreifen! Greifen die Stellung des Feindes an! Er wehrt ständig meine Angriffe ab. Der gesamte Trupp ist am Boden. Du bist ziemlich schnell. So, endlich. Hey, identifiziere dich. Dein Untergang. Stimmt.
Ja, ich stehe einfach da und schaue zu, ne? Zusammen. Habt ihr das auch gehört? Sir, ein Transportschiff verlässt die Basis. Ich weiß. Sie wollen Sepho-Artefakte nach Coruscant bringen. Was heißt das? Dass der Imperator an Sepho interessiert ist? Unmöglich. Vor allen Dingen Artefakte. Ah, okay. Nee, bin ich nicht. Bin ich in den Kreis gegangen. Da geht's nämlich gar nicht weiter. Hast du gehört, was dem Commander zugestoßen ist? Ja, ein Skangus hat's irgendwie in sein Quartier geschafft und hätte ihn fast gesprengt. Das heißt, jemand hätte das mit Absicht gemacht. Oh, wann bekommen wir den Scomp-Anschluss? Verwundete hat einen Sturmtruppler erwischt. So, der Helm eines Sturmtrupplers, der nach einem Kampf mit einem Dorfbewohner zurückgelassen wurde. Und danach kommt eben der tote Dorfbewohner. So, okay, dann das war's schon. Okay, alles klar. Alles klar, alles klar. Gut, dann geht's wieder zurück. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch mal hin. Wegen dem ganzen Push und Pull Dings. Also wegen der Tür und wegen den wegen der Tür, die wir dann irgendwie. Achso, nee, ich dachte, das hat gerade aufgeblinkt. Dass dann unser BD-8, BD-1, Entschuldigung. Achtung! Wir werden direkt hinter dir sein! Jetzt sind nur noch du und ich übrig! Mhm. Nochmal. Weich ruhig aus, ich gebe nicht auf! Okay, ich auch nicht. So. Ah, sehr schön. Das war echt gemein. Zum Glück habe ich ja noch zur Seite geschaut. Irgendwas Brauchbares? Neues Lichtschwert. Also Lichtschwertheiler. Ich wollte mich jetzt schön hinten. Ah, ja, das war daneben. Schön hinten anschleichen. What? Ah, warte. Komm wieder her. Warte doch. Was haben wir gefunden? Lichtschwertmaterial? Uiuiui. Kerl, das Imperium hat seine Position. Du musst schnell da weg. Bin dabei, danke. Okay. Ah. Dann meditiere ich mal, beziehungsweise ruhe mich aus. Fähigkeitsbaum. Wir haben einen Fähigkeitspunkt verfügbar. Aber das andere ist noch alles geblockt. Okay, alles klar. Voll fies und so.
Gut. Dann wollen wir mal schauen, was uns das... Ah, da hinten. Hui. Ich auch. Mit Bedacht angreifen. Ja, okay. Ja. Yep. Alle verbündeten Einheiten am Boden. Aber ja, im Flüchtigen. Schieß den Jedi. Prima. Wieso lief das jetzt gerade so einfach und bei den anderen struggle ich so rum? Sei doch nicht so unfreundlich. Was ist das, BD-1? Mantis-Lackierung. Ja, nee, da finde ich die andere schon besser. Warte, ich habe jetzt... die gelbe ausgewählt, ne? Ja. Ja. Juhu! Wer baut hier diese Rutschen? Ah, wahrscheinlich für die Stormtrooper, damit die ein bisschen Spaß haben. Ich hab was gefunden. Was wissen Sie? Nichts von Cordova. Ich glaube, die wissen nicht, dass er hier war. Dann sind wir im Vorteil. Noch. Ja, noch. Das wird sich jetzt... Oh, hi. Das wird sich jetzt auf jeden Fall ändern, wenn sie wissen... Boah, hä? Achso, ein zweiter. Wenn sie wissen, dass hier ein Jedi ist, ne? Oder die Frage ist, ob sie es wissen.